Willkommen bei der Late Night Show mit mir, Florian Strelitz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend, schauen einmal auf den sogenannten Meeresbodenbergbau oder wie der zahnlose Goldschürfer aus den Zeiten des Wilden Westens dazu gesagt hätte, Howdy Partner, da unten gibt es mehr Gold als in Fort Knox und alles nur versteckt unter einem Ökosystem, das eh keinen interessiert. Denn in den Ozeanen ist es ab ein paar Meilen Tiefe so dunkel, da würde doch eh keinem auffallen, dass das Ökosystem weg wäre, oder? Jetzt entschuldige mich bitte, Partner, aber Gold schürft sich nicht alleine aus dem Wasserbach da hinten und nach 20 Jahren könnte heute vielleicht mein Glückstag sein, endlich auch mal was zu finden. Ansonsten kaufe ich mir eines dieser neumodischen U-Boote aus diesem Yves Jules Verne-Katalog namens 20.000 Meilen unter dem Meer und spreng mir dann in der Tiefsee den Weg frei zu meinem Gold. Ach, noch was, Partner. Das hier ist mein Grundstück, auf dem du dich gerade findest, also verschwinde gefälligst sofort. Du willst mir doch nur mein Gold klauen oder mein vollkommen authentisches Überlebenshandbuch von Karl May oder gar meinen letzten echten Zahn, den ich als Glücksbringer immer in meiner Tasche trage. 88% der Erde sind Tiefsee. Damit kommen wir auch schon zum nautischen Teilwissen der Woche. Alles ab 200 Metern Tiefe zählt als Tiefsee. Das bedeutet wiederum, dass viele Teile des Stuttgarter 21 Bahnhofes damit in der Tiefsee gebaut werden. Nur große Teile des Ozeans gehören niemandem. Denn ab der 200-Meilen-Zone bzw. der ausschließlichen Wirtschaftszone gelten keinerlei Gesetze mehr, sondern nur die Regeln des Wilden Westens. Und in diesem nautischen Wilden Westen liegen auf und unter dem Meeresgrund unsagbar viele Rohstoffe. Rohstoffe, die es zum Beispiel in Manganknollen, Massivsulfiden und Kobaltkrusten gibt. Und gerade die Manganknollen lassen jedes Goldgräberherz höher schlagen, da sie nicht tief im Boden sind, sondern direkt auf dem Meeresboden liegen. Wie viele Rohstoffe liegen dort am Meeresgrund? Es geht Ihnen um diese Gesteinsbrocken hier, sogenannte Manganknollen. Sie enthalten neben Mangan auch wertvolle Metalle wie Kobalt. Unverzichtbar für die Herstellung leistungsfähiger Akkus, etwa für Elektroautos und Handys. In einem Gebiet westlich von Mexiko sollen besonders viele liegen. Deutschland erforscht hier für 15 Jahre zwei Abschnitte, so groß wie Niedersachsen und Brandenburg zusammen. Hinzu kommt, diese Knollen enthalten deutlich mehr wertvolle Metalle als viele Böden an Land. Und die Forscher haben herausgefunden, es gibt viele von ihnen. Allein auf 4% des deutschen Meeresabschnitts liegen genügend Manganknollen für 20 Jahre Abbau. Und diese Goldgrube liegt im Pazifischen Ozean, in der sogenannten Clarion-Clipperton-Zone. Glücklicherweise weit entfernt von allen 200-Meilen-Zonen dieser Welt. Experten schätzen, dass dort rund 21 Milliarden Tonnen Manganknollen sprichwörtlich auf dem Boden rumliegen. Zum Vergleich, wir haben 2016 ungefähr 171 Millionen Tonnen Braunkohle in Deutschland abgebaut. Dabei ist die Manganknolle ein Meisterwerk der Natur, denn im Inneren lassen sich sehr häufig die Spuren von Haifischzähnen finden, um welche sich dann in vielen Millionen Jahren Schichten gebildet haben. Das heißt aber auch, dass es echt verdammt lange dauert, bis die mal nachwachsen. Und so wirklich nachhaltig wäre dann ein Abbau definitiv nicht. Außer wir haben mal eben ein paar Millionen Jahre Zeit. Immerhin könnten wir dann die letzten Bücher von George R. R. Martin noch erleben. Nur nehmen unsere Ressourcen an Land immer mehr ab. Und da ist die Manganknolle eine interessante Alternative, denn man kann aus ihr und den Massivsulfiden und den Kobaltkrusten fast unendlich viel Blei, Eisen, Germanium, Gold, Indium, Kobalt, Kupfer, Lithium, Mangan, Molybdän, Neodym, Nickel, Platin, Selen, Silber, Tellur und Zink gewinnen. Es kann aber auch sein, dass ich gerade nur einen Auszug aus dem Periodensystem vorgelesen habe oder die Inhaltsstoffe eines iPhones von Apple. Und wir brauchen dringend genau diese teilweise an Land ultra seltenen Metalle für unser tägliches Leben. Denn wir können ja nicht nur von Luft und Liebe leben, was ja ein neuer und vor allem nahrhafter Powerriegel der Rewe-Marke Solid Green ist. Und ich frage mich immer noch, was sie da so reinmachen, damit das so lecker schmeckt. Sondern wir brauchen all diese Metalle für unsere Hightech-Geräte. Um in der Clarion-Clipperton-Zone schürfen zu können, vergibt die internationale Meeresbodenbehörde in Jamaika Lizenzen. Bester Arbeitsort ever.
Nur fängt genau hier das erste Problem schon an. Eigentlich können nur Staaten dort Lizenzen erwerben. Aber gerade Firmen wie die Nautilus Minerals sind ja nicht auf den Kopf gefallen und versuchen dies zu umgehen. Die Menschen in Nauru sehen im Tiefseebergbau eine Chance auf wirtschaftlichen Wohlstand. Folglich stimmte die Regierung einem Angebot des Konzerns Nautilus Minerals zu, gemeinsam eine Lizenz für die Exploration zu beantragen. Keiner der kleinen, armen Staaten hat sich so richtig dafür interessiert, bis dann große Firmen kamen und sagten, Mensch, hier, ihr habt die Möglichkeit, dort ein Lizenzgebiet zu bekommen. Wir bereiten das alles für euch vor und ihr seid dann unser Sponsor-State und wir werden dann den Meeresbergbau dort vorantreiben, inklusive Exploration. Ihr habt keine Kosten, ihr kriegt dann noch für eure Lizenz dann auch noch Geld. Und gerade Nauru ist dabei ein verbranntes Kind, denn einst profitierte der kleine Inselstaat vom Phosphatabbau. So sehr, dass sich jeder Naurer 3 Autos leisten konnte. Bei asphaltierten Straßen mit einer Gesamtlänge von gerade einmal 29 Kilometer auf der gesamten Insel. Vermutlich standen die dann mit ihren 3 Autos immer im Stau. Nur als diese Minen erschöpft waren, blieb nichts mehr von dem einzigen Reichtum übrig. Von daher ist nun genau so eine Lizenzierung für kleinere Staaten ein äußerst lukratives Geschäft. Denn sie verdienen damit Geld, ohne etwas dafür machen zu müssen. Scheinbar hat sich Nautilus Minerals da die Monetarisierung von YouTube als Vorbild genommen. Noch wir haben schon erfolgreich die deutschlandfarbenen Handtücher auf die umliegenden Badestühle in der Clarion-Clipperton-Zone geworfen. Nicht, weil wir es geil finden, in 5000 Meter Tiefe unsere Flagge in den Boden zu hauen, sondern weil auch wir unseren Teil beim Kuchen abhaben wollen. Und uns damit ja auch selber unabhängiger machen können von seltenen Metallen, wenn wir die einfach dort unten abbauen könnten. Denn das ist auch die positive Seite der Medaille des Meeresbodenbergbaus. Dort könnten wir genügend Ressourcen finden, um zum Beispiel unsere Energiewende voranzubringen. Wie auch immer die dann natürlich bei einer so bekennenden Klimakanzlerin Merkel oder Spahn dann aussehen könnte. Und vor allem würden wir dann auch nicht mehr so abhängig sein von China. Das soll ja recht wenig von Demokratie, Menschenrechten, Freiheit und dem ganzen anderen Zeug so halten. Außerdem kann es ja nicht so schwer sein, in 5000 Meter Tiefe die Manganknollen einzusammeln. Da sind doch bestimmt so sympathische, zahnlose Einsiedler wie früher im Wilden Westen unterwegs, oder? Oder eben auch nicht. Mit diesem sogenannten Trencher verlegen die Belgier Kabel und Pipelines am Meeresboden. Er stellt quasi einen Prototypen für einen Kollektor von Manganknollen dar und müsste im Prinzip nur mit einem Schlauch umgerüstet werden. Im Wesentlichen ist das Prinzip stets das gleiche. Ein panzerartiges Gefährt wird vom Schiff aus zum Meeresboden herabgelassen. An Bord des Schiffes sitzen Techniker, die die Maschine steuern. Auf dem Meeresboden saugt der Kollektor die Knollen an. Die obersten 15 cm des Bodens trägt er dabei ab und wirbelt viel Sediment auf. Und das sieht definitiv nicht nachhaltig aus, sondern eher so, als ob sich ein 8-Jähriger Gedanken gemacht hat, wie er möglichst einfach sein Zimmer aufräumen kann. In den 80er Jahren haben Forscher an einer Stelle mit Manganknollen eine Flugegge 78 Mal über den Boden gezogen. Mit dem Ergebnis, dass selbst 30 Jahre später immer noch die Schäden zu erkennen waren. Wie dann erst die Schäden mit einem panzerartigen Gerät wären, ist vermutlich kaum zu beschreiben. Und genau deshalb haben sich die Vereinten Nationen hingesetzt und verhandelten 13 Jahre über ein gemeinsames Weltozeanabkommen. Denn das größte Problem ist hier, dass ein Meeresbodenbergbau für viele Länder lukrativer und attraktiver ist als der Schutz des Ökosystems auf dem Meeresgrund. Denn im Gegensatz zum Kohleabbau an Land sieht ja da unten keiner die Umweltzerstörung. Und jede Nation träumt davon, schier nie enden wollende Ressourcen zu besitzen. Sei es, um damit einen auf Wakanda zu machen, um technologisch wirklich in die Zukunft zu kommen und vielleicht auch damit die Welt zu retten. Oder einfach nur scheiß viel Geld zu verdienen auf Kosten eines Ökosystems, das eh keiner sehen kann. Dass das aber auch wieder Folgen für unser Klima hätte, ist vielen Ländern einfach nur egal. Warum sollte das aber auch anders unter Wasser sein, als bisher über dem Wasser. Und genau das ist momentan der größte Knackpunkt und macht aber ein gemeinsames Weltozeanabkommen
noch viel, viel wichtiger. Also fassen wir zusammen. Auf unserer Wir zerstören die Welt, auf der wir leben, Juhu-Uhr, erhältlich im nächsten Kagelshop, auch in deiner Nähe, ist es eben nicht mehr 5 vor 12, sondern mittlerweile 15.30 Uhr. Wenn wir jetzt aber auch noch die Weltmeere weiter zerstören, dann ist es wieder 5 vor 12, halt nur 5 vor Mitternacht. Und das wird definitiv kein Mensch mehr erleben, sondern dann fühlt sich am Ende nicht nur der Meeresboden und dessen Bewohner, sondern der gesamte Planet plattgewalzt an, wie von einem panzerartiges Gefährt. Der Meeresboden muss unbedingt geschützt werden und das durch ein gemeinsames und im Sinne des Umweltschutzes geschriebenen Weltozeanabkommens. Wir sollten nicht dieselben Fehler da unten machen, die wir hier schon oben gemacht haben. Und im Gegensatz zum Meeresboden kann man diese Fehler sogar jeden gottverdammten Tag live hier oben sehen. Das war es wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lefty News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.